Sie ist seit 15 Jahren die Frau an seiner Seite. Susanne Thier sieht man öffentlich nur äußerst selten zusammen mit ihrem Langzeitpartner Sebastian Kurz. Zuletzt vor über 4 Monaten auf der Beerdigung von Rennfahrerlegende Niki Lauda. Doch jetzt zeigt sich der 33-Jährige endlich wieder mit seiner Susanne. Rückenwind von seiner Liebsten kann der Ex-Bundeskanzler von Österreich in diesen Momenten auch gut gebrauchen. Das Paar gibt ihre Stimme bei der Nationalratswahl ab, für den 33-Jährigen ein entscheidender Tag seiner Politiklaufbahn. Kein Wunder, dass sich die studierte Wirtschaftspsychologin deshalb besonders schön herausgeputzt hat. Der moderne Jumpsuit passt sich Susannes zarter Figur perfekt an. Das blonde Haar hat die 32-Jährige in Wellen zur Seite gebunden. Ein verführerischer Smokey-Eye-Look ziert ihre hellen Augen. Sebastian scheint sichtlich stolz auf seine schöne Freundin zu sein. Händchenhaltend bahnen sie sich den Weg zu der wartenden Presse. Auch wenn sich die hübsche Österreicherin möglichst aus den Medien heraushält, macht sie für den ÖVP-Spitzenkandidaten eine Ausnahme und lässt sich von allen Seiten ablichten. Wir freuen uns schon jetzt auf den nächsten Auftritt der beiden, vielleicht ja schon bald als Herr und Frau Kurz.